bin Julia Fraune, ich bin 20 Jahre alt und ich bin seit Oktober duale Studentin bei MyConsult. Ich fand die Möglichkeit eines dualen Studiums schon immer sehr interessant, einfach weil ich an sich total gerne lerne und auch studieren wollte, aber auch schon so ein bisschen das Bedürfnis hatte, irgendwie aktiv zu werden. Und das duale Studium ist einfach eine super Möglichkeit, neben dem Bachelor schon Einblicke ins Berufsleben zu bekommen. Unser Semester ist immer in Blöcke aufgeteilt, sprich ich habe in jedem Semester eine Theorie- und eine Praxisphase, jetzt bei einem festen Unternehmen 3 Jahre lang, hier bei MyConsult, und da kann ich halt über die Studienzeit schon alle Erfahrungen sammeln. Trotz der relativ kurzen Zeit bisher konnte ich schon viele verschiedene Einblicke sammeln, vor allem durch das hier bei MyConsult sehr vielfältige Onboarding-Programm, das halt einfach einem ermöglicht, schon in alle möglichen Themengebiete ein bisschen reinzuschnuppern und ja, die ersten Einblicke zu sammeln. Und zudem habe ich mich auch noch sehr intensiv mit dem Thema Social Media auseinandergesetzt. Ich habe mich um den Content-Kalender gekümmert, den wir hier pflegen, und zum Ende des Monats immer um das Web- und Social-Media-Controlling. Und somit durfte ich von Anfang an sehr viele Aufgaben eigenständig bewältigen. Ja, erst einmal war ich schon immer ein eher kreativer Mensch. Ich habe mich schon immer gerne mit kreativen Sachen auseinandergesetzt. Und ich bin auch sehr neugierig. Und ja, deswegen ist dieser Studiengang für mich total interessant, weil es halt einfach immer abwechselnde Themen gibt. Es ist total vielfältig und gleichzeitig kann ich halt auch kreativ werden. Ja, ich unternehme total gerne was mit Familien und Freunden oder bin halt auch sportlich aktiv, zum Beispiel im Reitsport. Oder ich lese auch sehr, sehr gerne ein Buch. Ich glaube, zum einen wäre es entweder die US-Ostküste und Kanada oder es wäre Richtung Bali, Australien, Neuseeland. Kaffee? Hund? Pasta? Buch? Beides, im Sommer mehr, im Winter Berge.